Hallo Leute, hier ist wieder John Hunter und das Wunsch-Let's Play des Monats Dezember ist No Man's Sky. Ich danke natürlich allen, die natürlich an der Umfrage teilgenommen haben. Und ja, ich habe eigentlich vorgehabt, erst das Let's Play am Freitag zu machen. Das habe ich noch den Abraham Okkult geschrieben. Freitag soll es kommen, aber ich mache heute schon die erste Aufnahme. Kann es halt nicht abwarten und möchte euch auch nicht zu lange warten lassen. So. Das ist schön. So, alles einsatzbereit. Okay. So, wir haben natürlich einen neuen Planeten entdeckt und den Sonnensystem, in dem wir uns befinden, benötigt Atlas. Okay. So, wir müssen erstmal jetzt hier gucken. Denn wir müssen Ressourcen sammeln. Jo, der ist beschädigt, das glaube ich. Kann ich natürlich noch nicht reparieren. Und irgendwie mögen es die Katzen echt nicht hier, wenn ich eine Aufnahme mache. Naja, kann man nichts machen. Ist dann halt so. Ja, ja, ist so gut. So. Objekt übertragen. Schritt kann man mich auch ganz gut gebrauchen. Also man kann hier in diesem Spiel komplette Galaxien und Planeten erforschen. Nur um alle, was ich, wie viele Milliarden Planeten zu sehen, das würde man gar nicht schaffen. Bitte vielmals um Verzeihung. Ich glaube, da ist unsere Lebenserhaltung gar nicht so hoch. So. Ja, ja, ist okay. Diagnose, keine Verbindung. Und Eindämmung. Übertragung. Position verzeichnet. System scans initialisiert. Anomalie ist konform. Okay. So. Natürlich, um das Raumschiff zu reparieren, brauchen wir sehr viele Ressourcen, sonst kommen wir nämlich hier nicht mehr weg. Und wir wollen ja hier wegkommen. Unregelmäßig, Startdüsen offline, Impulsantrieb ist auch offline, Piloten, Multiwerkzeug kritisch beschädigt. So, ich bin neben meinem abgestürzten Raumschiff, also Raumschiff nicht, aber Schiff aufgewacht. Ich kann nur annehmen, dass es mir gehört. Ich kann mich aber weder daran noch... Was? Ich kann mich aber weder daran noch an etwas davon erinnern. Der Absturz muss sich irgendwie auf mein Erinnerungsvermögen ausgewirkt haben. Okay. Haben eine kleine Amnesie.
So, Schiff reparieren. Okay, wir gucken jetzt mal nach, was wir alles brauchen. Wir müssen natürlich die Startschubdüsen reparieren. Davon haben wir gerade mal eine, so eine Platte. Brauchen aber vier Stück. Iridium, Granitplatte, Zink. Da ist noch alles aufgeladen. Wir haben einen Raketenwerfer, cool. Eine Granitplatte und Protonkanone, die ist aktiviert und hat einen Schaden von 100. So, und dann Scanner, den müssen wir auch reparieren. Der ist sehr wichtig, damit wir die Umgebung untersuchen können. Und hier Analysevisier ist auch beschädigt. Muss auch repariert werden. Brauchen wir Eisen. Müssen wir also Eisen suchen. Und jetzt bin ich rausgegangen. Ich Vollhorst. Und naja. Multiwerkzeug, das werde ich natürlich jetzt auch eben kurz zeigen. Und dann mal gucken, was es so Schönes hier noch zu erforschen gibt. Multiwerkzeug ist hier unser Mineral, also Minenlaser, mit dem wir die Mineralien abbauen können. Das zeige ich jetzt natürlich alles, denn wir brauchen, wie gesagt, die Klamotten. Jetzt muss ich noch mal gucken, was ich alles brauche. Also ich muss Eisen erstmal abbauen, damit ich die Platten herstellen kann. So, Eisen, Iridium und Zink, noch eine Granitplatte und ja, da wollen wir mal gucken, dass wir das irgendwie auch schaffen. Aber um das zu schaffen, brauche ich noch für, brauche ich natürlich meinen Scanner. Der Scanner ist erstmal wichtig. Kohlenstoff muss abgebaut werden. Kohlenstoff, das kann ich euch mal zeigen. Wären eigentlich auch hier so die Pflanzen hier, die könnte man, glaube ich, dann auch abbauen. Oder nein, die gehen nicht. Da unten laufen Tiere. Ich kann sie leider nicht scannen, weil leider. Und der hängt da irgendwie fest. Ja. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Aber naja. Aber das ist hier, glaube ich, Isotop. Kohlenstoff. Ja, Kohlenstoff brauchen wir. Dürfen es natürlich nicht zu übertreiben, denn es gibt hier Wächter. Ich hoffe, dass man mich auch verstehen kann. Denn die Wächter, die hier sind, die passen auf den Planeten auf. Die passen auch darauf auf, dass wir hier nicht alles kaputt machen. Und mein Strahlungsschutz, der geht gerade runter. Wie ihr das unten sehen könnt, ist 5,2 Grad. Also ist eine nette Strahlung dann hier quasi. Es gibt natürlich, es soll Planeten geben, die noch schlimmer sind von Strahlungslevel her. Okay, den kann ich schon mal reparieren. Jetzt müsste natürlich der Scanner funktionieren. Ja, Scanner funktioniert. Würden mir natürlich hier ein paar Sachen angezeigt werden. Da ist mein Schiff. Hier ist noch etwas, was repariert werden muss. Und wir haben Zink hier in der Nähe. Wir haben, glaube ich, hier noch andere Sachen in der Nähe. Aber Zink ist für mich auch sehr wichtig, wie man das gerade sehen konnte. Und Zink brauchen wir halt. Ich habe auch ein Jetpack, was sehr gut ist. Was wir auch hier brauchen. Ansonsten hätten wir natürlich ein Problem. Zink. Und nochmal Zink. Wie viel brauchte ich denn davon? Das ist doch für mein Schiff sehr erforderlich gewesen. Also Zink hätte ich schon mal voll.
Und sonst bräuchte ich jetzt nur noch Iridium an diese Keranitplatten. Also müssen wir jetzt auch noch Eisen finden. Eisen ist hier. Ja, ich weiß, aber was soll ich jetzt tun? Was soll ich machen? Strahlungsschutz nimmt ab. Ich darf nichts übertreiben, nicht, dass mein Laser leer geht. Denn dann habe ich das Problem, ich muss Plutonium finden. Und das ist auch nicht immer so einfach. Oh, da ist, das meine ich, das ist einer von den Wächtern. Und die werden natürlich dann aggressiv, wenn ich hier zu sehr abbaue. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich hier wieder rauskomme. So, für was brauchte ich denn Eisen? Achso, ja, für Dings zur Herstellung der Keranitplatten. Zur Produktionsherstellung. Oh. Brauchen wir aber noch eine davon. Okay. Jetzt kann ich natürlich keine mehr herstellen. War klar. Wie sollte es anders sein? Na, da brauche ich nur noch eine Platte quasi. Okay. Aber hier vorne ist auch noch. Habe ich gar nicht gesehen. Der Strahlungsschutz nimmt ab. Ich müsste gleich mal ins mein Schiff. Plutonium wurde hier angezeigt. Oh. Ich bin doch nicht bescheuert, wurde doch gerade hier. Wo war das denn? Das hat man mir doch hier gerade angezeigt. Okay. Achso, ich könnte jetzt auch Technologien bauen, aber das will ich nicht. Das zeige ich dann irgendwann mal. Damit aufgeladen, ja. Ich muss mal kurz in mein Raumschiff, denn es bringt nichts, wenn ich jetzt hier gleich an der Strahlung sterbe. Und wir dann quasi wieder von vorne anfangen müssen. So, da ist eigentlich alles fertig. Hier ist auch alles fertig. Ich brauche nur noch das Iridium. Gut, gut. Multiwerkzeug. Was brauche ich denn hier noch? Eisen. Okay, jetzt muss ich nochmal Eisen gleich sammeln. Haben gerade 19 Grad draußen. Achso, Plutonium soll ich suchen. Okay. Oder kann ich suchen. Ist nämlich für den Impulsantrieb auch sehr erforderlich. Und brauche ich halt. So, was wollte ich jetzt machen? Ach ja. Zur Analyse der Umgebung brauche ich das Gerät auch. Was ist hier los? Ach, da kommt wieder so ein... Der scannt natürlich jetzt die Umgebung ab und merkt, aha, da fehlt was. Aber er hat jetzt nicht gesehen, dass ich das war. Zu meinem Glück. Ich brauche aber noch ein bisschen. Also ich könnte den jetzt natürlich abballern. Aber der ist jetzt gerade noch in so einem friedlichen Modus. Da lasse ich das mal lieber.
müsste eigentlich reichen. Ja, okay. Also, Technologie ist repariert. Das ist hier zur Analyse. Funktioniert auch wieder. Kann ich euch gleich sogar mal zeigen. So, Wächterdrohne. Wird alles schön angezeigt. Und was natürlich auch der Planet an lokalen Ressourcen hat. Also Gamma-Wurzeln, Aluminium, Nickel, Iridium. Aber da ich jetzt für das Schiff wieder natürlich was brauche. Das Iridium und Plutonium brauche ich nochmal. Wird das natürlich jetzt hier ein nettes Unterfangen. Da hinten wird mir was angezeigt mit Plutonium. Das ist sehr gut. Da ganz hinten irgendwo. Okay. Ja, da hinten. Gut, gut, gut. Muss mal gucken, dass ich hier mal kurz doch in die Einstellung gehe. Ich habe Angst, dass ihr mich schlecht hören könnt. Allgemeine Option. Machen wir mal so und machen wir mal so, okay. Ja, zurück. Mal gucken, dass es nicht jetzt so laut ist, ne? Also ihr sollt mich auch ein bisschen verstehen. So, ich habe Plutonium gefunden, aber was ist das? Ah. Ein Wissenstein. Okay, ich habe wieder ein Wort gelernt. Das ist natürlich schön. Und da hinten ist auch noch Plutonium. Gut, das brauche ich alles. Inventar ist voll. Das ist natürlich schön. Da haben wir natürlich auch die Möglichkeit, das zu verschieben. Aber ich muss in der Nähe von meinem Schiff sein. Ist wieder bei 50. Ah, okay. So, ich kann jetzt das Tier scannen. Und dafür habe ich jetzt auch was verdient. Man könnte jetzt auch dem Tier einen Namen geben. Das werde ich euch noch gleich mal zeigen. Ich werde die Aufnahmen natürlich hier ein bisschen kürzer halten, weil eine Stunde ist ein bisschen zu lang. Und ich meine, ich werde schon ziemlich lange hier auf dem Planeten erstmal bleiben. Aber ich muss es ja nicht übertreiben. Oh, ich habe noch was gefunden. Der sieht aber witzig aus. Kann ich da auch ranscannen? Der sieht ja echt putzig aus. Okay. Es ist ein Pflanzenfresser. Der ist also uns gesonnen. Hey, ich tue dir noch nichts. Ja. Ich wollte zurück erstmal zu meinem Schiff. Und ey, Plutonium direkt vor der Haustür. Und ich habe es nicht gesehen. So passe ich auf, Leute. So passe ich auf. Nämlich gar nicht. Okay. So, die Sonne geht auf. Wie man sieht. Die Temperatur geht nämlich hoch. Und selbst der toxische Wert, der geht hoch. Okay. So, was wollte ich? Ich wollte die Sachen verschieben, ne? Denn wir brauchen Platz. Der Dolch kann mal. Das kann auch ins Schiff. Das auch. Das auch. Das auch. So, das mal verschieben ein bisschen. Zink habe ich auch. Gut. Steige ich wieder aus. In der Hoffnung, ich
finde alles wieder. Okay. Das Plutonium muss ich abbauen. Das brauche ich auf jeden Fall zum Starten, dass ich wenigstens hier von diesem Planeten runterkomme. Wie gesagt, ich bedanke mich erstmal an meine Community, die natürlich fleißig für das Spiel gewotet haben. Auch liebe Grüße an den Abraham und Kult. Finde deine Videos sehr cool. Macht Spaß, die sich anzuschauen. Ne? Habt ihr ja schon mal was zu dem Thema, glaube ich, geschrieben. Das sind Sachen, die ganz auf meine Wellenlänge sind. Hatte nämlich den Abraham, wie gesagt, der hat mich schon gefragt, wann No Man's Sky kommt, nachdem ich ein Video bei ihm kommentiert hatte. Und ich habe ihm zurückgeschrieben, ja, Freitag soll es kommen. Aber Leute, bis Freitag kann ich echt nicht warten. Musste jetzt sein. So. Ich muss jetzt aber Iridium finden. Und das wird jetzt eine Klamotte hier werden. Die Tiere sehen alle echt interessant aus. Auch die Geräuschkulisse hier und dass ich hier den Planeten hier noch so sehen kann, ist schon echt krass. Dich habe ich noch nicht. Jetzt habe ich dich, okay. Jetzt muss ich natürlich gucken, wo finde ich Iridium. Was ist das? Gammagras. Ach so, ich brauche da Handschuhe für. Damit ich das anfassen kann. Leuchtet ja auch irgendwie ein. Ja, Plutonium ohne Ende. Ist auch sehr wichtig zum Aufladen für den Strahlungslaser hier. So, jetzt ist es aufgebraucht. So, der ist wieder aufgeladen. Mit dem kann ich also wieder abbauen. Das ist aber mehr als genug. So, ich muss mal gucken, wo finde ich Iridium? Es ist natürlich immer ärgerlich, Iridium gibt es leider nicht hier an jeder Ecke. Wäre schön. Gibt hier keinen Kiosk, wo ich hin kann und sage, ey, ich brauche mal eine Tüte Iridium. Wegepunkt entdeckt. Ah, guck mal einer an. Ja, der Strahlungsschutz nimmt auch ab hier, ist ja normal. So, ich muss jetzt mal gucken, dass ich hier mal ein bisschen vorankomme. So, die Ebene wurde von mir entdeckt. Das ist schön. Also falls ich jetzt sterbe, komme ich dann da raus. Anzug-Upgrade. Natürlich. Wo finde ich das Iridium? Also das ist jetzt hier die Ebene, die ich entdeckt habe. Die ist jetzt auch eingezeichnet im... Ja, ich tue hier ja nichts. Im Kartenverlauf. Aber ich muss jetzt Iridium finden. Ich könnte auch... Ah,
Scanner wird aufgeladen. Ist ja schön. Oder ich gehe mal wieder zurück zum Raumschiff und laufe in eine andere Richtung. Nicht, dass ich hier, wenn ich in die Richtung laufe, sag ich mal, mehrere Stunden unterwegs bin. Denn das ist alles schön hier in Echtzeit. Ich kann euch das mal anhand dann zeigen, wenn ich hier von dem Planeten wegfliege. Und zum nächsten Planeten fliege. Ist das sehr interessant gemacht. Kurz bevor das Spiel rausgekommen ist, das wurde ja so nach oben gehypt. Also, ne, mega Hype um das Spiel gemacht. Und als es rauskam, ja, waren die meisten davon doch nicht mehr so begeistert. Was ich nicht nachvollziehen kann. Also man kann jetzt das Spiel nicht schlecht reden. Das Einzige, was natürlich fehlt, wo man sich echt drüber gefreut hätte, wäre ein Multiplayer-Modus gewesen. Online-Modus mit mehreren Leuten, die Galaxien erforschen. Aber vielleicht bringen die Jungs von Hello Games ja das durch ein Patch mal endlich dann raus, dass man auch mit anderen Leuten hier die Galaxien oder die Sonnensysteme erforschen kann. Ja, ich muss zu meinem Raumschiff. Denn mein Strahlungsschutz, der nimmt gerade wieder tierisch ab. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier gleich in der Nähe Iridium finde. Ja, ja. Da hinten könnte Iridium sein. Dieses komische Ei, was ich da jetzt gesehen habe. Hoffen wir, beten wir mal, dass es Iridium ist. Wo habe ich das denn jetzt gesehen? Da hinten, okay. Wird mir natürlich nicht angezeigt, was es ist. Nein, ich will nicht bauen. Ich will nicht bauen. Ah, so zoome ich also ran. Mhm. Gut. Das ist war schon eine ordentliche Schlucht. So, mal versuchen ein bisschen hier Speed zu geben. Ja, da ist er schon außer Puste. Also neues Wort für Warnung habe ich gelernt. Bitte sei Iridium, bitte, bitte. Ich will doch hier nur weg. Ist echt ein lebensfeindlicher Planet. Also für die Tiere, die hier drauf leben, ist er natürlich nicht lebensfeindlich, aber für mich ist er echt. Ja. So ein leichtes Todesurteil. Allein durch die Strahlung. Das ist ja. Ey. Ah, das war eine Pflanze, die mich angegriffen hat. Ich wollte schon sagen. Also warum bin ich denn jetzt. Warum habe ich jetzt so viel Energie verloren? Ah, Iridium. Ich kann es von hier aus schon abbauen. Das ist sehr schön. Egal wie viel ich brauche, denn das können wir hinterher auf Handelsposten, auf Raumstationen auch gut verkaufen. Okay, das reicht erstmal. Hoffe ich ja mal, dass das reicht.
Aber es scheint so, als hätte es gereicht. Ja, sauber. So, das muss ich mit Plutonium aufladen. Ach, die Kyanidplatten brauche ich noch. Hä? Ich habe doch welche gebaut gehabt, ohne Ende. Ja, ist egal. Jetzt geht's wieder zurück zum Orange. Boah, die Pflanze, ich vergesse es immer wieder. Jetzt geht's aber wieder mal Richtung Raumschiff zurück. Dass ich hier aus dieser lebensfeindlichen Umgebung mal wegkomme. Siehst ja echt putzig aus. Ja, ich weiß, was soll ich denn machen? So, mein Raumschiff ist nur noch 20 Sekunden von mir entfernt. Aber ich brauche ja noch Eisen und das habe ich ja zum Glück hier on Mars. Bisschen mit den Jetpacks so fliegen, dass ich nicht zu sehr abstürze. Am hoffen, dass ich jetzt damit die Scheiß Kyanidplatten bauen kann, also. Ja, sieht doch gut aus. Aufladen. Eisen. Ja, ist aufgeladen. Eisen brauche ich aber trotzdem noch. Also muss ich doch noch ein bisschen abbauen. Und dann könnten wir schon uns von dem Planeten hier verdünnisieren. Wäre schön, wenn das in diesem Let's Play klappt. Da oben fliegt ein Wächter. Komm zu mir. Ist das schlimm? Ich will das aber voll haben. Es nützt nichts, wenn ich mit halbleeren Düsen hier versuche wegzufliegen. Ja, hat es ein bisschen von meiner Energie jetzt abgezogen. Ich habe es ein bisschen zu übertrieben. Ja, wollt ihr aber ja nicht hören. Okay. Gut, Technologie aufgeladen. Sehr gut. Jetzt geht's weg hier. Weg von dem Planeten. Vier Planeten, ein Mond. So. Da wollen wir uns mal umgucken, wie das so aussieht, wenn wir weiter weg sind von dem Planeten. Der ist direkt unter uns noch. Ich bin quasi noch im Orbit. Da ist eine Raumstation, die können wir anfliegen. Und ich glaube, das werden wir jetzt auch machen. Ach so, das wollte ich euch ja zeigen. Also wenn ich mit Normalgeschwindigkeit fliegen würde, und das ist jetzt die normale Geschwindigkeit, die ich jetzt hier habe,
bräuchte ich knapp über 40 Minuten. Drücke ich die Kreistaste, gibt das diesen Schub. Dann bräuchte ich nur noch 2 Minuten 31 Sekunden. Aber jetzt mache ich mal was anderes. Ich drücke jetzt den Impulsantrieb und ich bin in 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bin ich dann da. Und habe jetzt da zwar ein bisschen Energie verbraucht. Aber egal. Wir sind auf der Raumstation gelandet. Und ich glaube, ich mache jetzt an dieser Stelle, beende ich jetzt das erste Let's Play. Schreibt mir doch gerne was in den Kommentaren über das Spiel, was ihr gerne wissen möchtet oder was ich mal gerne hier forschen soll noch in diesem Sonnensystem. Lasst mir ein Like da und wenn ihr mögt, abonniert doch gerne meinen Channel. Ich würde mich freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer John Hunter.